Welche Strukturen bzw. Faktoren sind notwendig, um eine nachhaltige Wirkung in Sozialsiedlungen in der Zukunft zu erzeugen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass es ein kuratierter Lebensraum ist und dass er ermöglicht, dass die Menschen, die dort leben, das in Würde und selbstbestimmt tun können. Das Konzept Fuggerei ist von Grund auf nachhaltig und kann damit auch global Impulse setzen. Als Stiftung soll die Fuggerei ewig bestehen und wird daher immer mit langfristigem Horizont geführt. Das gilt auch für jede zukünftige Fuggerei, die in der Welt entsteht. Dieser langfristige Ansatz, hier diese eben auch kulturellen und sozialen Räume, die Gemeinschaftsräume zu gestalten. Und auch das ist ein Ansatz, wo wir uns mit der Fuggerei vergleichen. Ich glaube, das verbindet uns. In der Planung und konkreten Umsetzung spielt deshalb Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle. Eine Fuggerei soll von ihrer Materialität bis zu ihrer sozialen Wirkung nachhaltig sein und Nachhaltigkeit erzeugen. Das muss ein Miteinander sein, das ist ein Geben und ein Nehmen. Und das kann man in der Fuggerei hervorragend lernen, dort ist es so. Eine dauerhafte und hochwertige Bauweise mit Materialien der Region, ein möglichst geringer Energie- und Ressourcenverbrauch und die Schaffung von Naturräumen sind deshalb verbindlich. Die Schönheit ist dafür verantwortlich, dass es so eine große Akzeptanz gibt, dass man sich in einer Nachbarschaft zu Hause fühlt, geborgen fühlt, Heimat bildet. Auch der soziale Gedanke und Stiftungszweck soll sich durch weitsichtige Bestimmungen in der Stiftungssatzung über Generationen hinweg erfüllen lassen. Eine Nachhaltigkeit, wie sie seit 500 Jahren in der Fuggerei in Augsburg funktioniert. Ich denke, wir sehen hier sehr schön, wie die Menschen hier leben, wie sie miteinander leben, wie sie nicht anonym leben und wie sie miteinander umgehen. Und ich denke, das sind Werte, die für so einen Lebensraum sehr, sehr wichtig sind. Hier ist auch die Finanzierung nachhaltig. Sie basiert seit dem Jahr 1660 wesentlich auf Erträgen aus der Forstwirtschaft. Wir müssen es messbar bekommen. Wir müssen das, was wir erzielen und warum wir es erzielen, in eine Matrix von Zahlen überführen, sodass die, die investieren und die, die investieren wollen, es überhaupt übertragen bekommen in ihre eigenen Systeme. Wenn man die Menschenorganisationen mit den richtigen Werten zusammenbringt, ich denke, dann kann so ein Modell auch die nächsten 100, 500 Jahre funktionieren.